Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Wie viele neue Freunde das Spiel, ich hier wo immer habe. Sofort einer reinrennt, sobald ich anmoderiere und man nichts mehr versteht von dem, was ich sage. Ja, in der letzten Folge waren wir bei Minnie und das ist genau eine Minute her. Wir haben jetzt 8.50 Uhr und das hat sie so mitgenommen, dass sie schlafen gegangen ist. Ja, was soll man dazu sagen? 8.50 Uhr am frühen Morgen, das ist manchen Leuten zu spät. Jetzt können wir leider nicht mehr bei ihr gucken, weil ich bin rausgegangen, wollte kurz die Augen... da ist einer bei Mickey drin. Ich vermute mal, dass bei Minnie dann tatsächlich auch keiner drin gewesen wäre. Achso, das ist ein Bild von Mickey, ich wollte gerade sagen. Also ich hoffe es zumindest, weil das ist halt blöd, wenn man... Ich sehe nichts mehr, ich nehme das Holz hier nochmal mit. Das ist halt blöd, wenn man gerade irgendwo in der Quest gewesen ist, sich umdreht und dann auf einmal nicht mehr ins Haus reinkommt, obwohl man ja im Haus oder in den Häusern suchen muss. Das ist ja das Blöde an der ganzen Sache. Ich habe übrigens noch nie da oben im Schloss gesucht, fällt mir gerade ein. Ja gut, da steht nur in den Häusern. Ich weiß nicht, ob das Schloss da auch mit inbegriffen ist. Ich denke mal eher nicht. Ah, sehr schön, bei Remy liegt auch noch einer. Sehr, sehr geil. Das heißt, im Restaurant waren wir ja eben. Normalerweise dürfte da auch nichts sein. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, von zwei Häusern, die nebeneinander stehen, ist normalerweise nur ein Haus tatsächlich so, dass da ein Alien drin liegt. Aber ich gehe trotzdem noch mal kurz in alle Ecken hier gucken. Nicht, dass wir irgendwas übersehen, ne? Es wäre nämlich echt schade, wenn man dann was übersieht, nur weil man da nicht reingegangen ist. Das war die Uhr, wovon wir in der letzten Folge gesprochen haben. Stimmt ja. Bei Dagobert, meine ich, ist in der letzten Folge nichts drin... Oh, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Nichts drin gewesen, aber der sieht wirklich cool aus. Den nehme ich auch noch mit. Auf Wiedersehen. Ich glaube, den habe ich schon, aber egal. So, hinterm Tresen scheint nichts zu sein. Es ist wunderbar, wie du hier den Menschen hilfst. Ne? Nicht nur den Menschen. Dagobert helfe ich zum Beispiel auch. Das ist schön, wie er die Theke anbetet. Nein, ich finde das immer so süß, wenn er... Naja, aber hier ist auch nichts dahinter. Wenn er hier den Schuh rausholt mit der Pflanze. Jeder, der den Film kennt, weiß, wovon ich rede. Was haben wir denn noch? Ach genau, bei denen können wir nochmal gucken. Guten Morgen, Kadett. Morgen. Ah, sehr schön. Haben wir direkt noch einen gefunden. So, dann haben wir hier unten natürlich auch noch Häuser. Da gucken wir dann auch nochmal nach. Wie viele neue Freunde ich hier gefunden habe. Das ist schön für dich. Da ist auch noch einer. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Ich gucke nochmal. Aber normalerweise ist höchstens einer pro Dorf, wollte ich gerade sagen. Einer pro Haus drin. Ich wette, dein erster Freund war ein Spielzeug. Habe ich recht? Nein, Goofy, wie kannst du am helllichten Tag schlafen? Bei Merlin könnten wir uns auch noch gucken. So. Da waren... Ach nee, da waren wir auch eben nicht drin, weil der ja am Essen war. Das heißt, aber ich glaube, beim letzten Mal war hier auch schon eine. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dann immer... die Häuser wahrscheinlich, ich weiß es nicht, drankommen, die bei dem Mal davor nicht drangekommen sind. Also sprich, ich sag jetzt mal, ich habe Mini und Mickys Haus direkt nebeneinander gebaut. Und beim letzten Mal war es Minis Haus und heute ist es dann Mickys Haus, wo ich was finde. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass dem so ist. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber... Das wäre auf jeden Fall vielleicht ein guter Hinweis. Das heißt, theoretisch müsste jetzt hier in der Weide auch was drin sein. Oder auch nicht. Schade. Hätte ja klappen können. gut, das ist das einzige Haus. Soweit ich mich erinnere, was hier direkt ist. Ja. Ich habe nicht zugehört. Es tut mir leid, aber es interessiert mich jetzt auch nicht wirklich mit, wie, wann du wunderschön bist und weiß ich nicht was. Ich muss hier mal hin und wieder so ein, zwei Dornen wegmachen. Die stören. Och nein, komm. Warum schlafen die alle? Ich meine, wir haben gleich 9 Uhr morgens. Ariel schläft auch. Ihr wollt mich doch wirklich...
Ich wette fast mit euch, dass da jetzt mindestens einer drin gewesen ist. Und das finde ich scheiße. Anders kann ich es nicht sagen. Weil es ist doch wirklich doof. Ich meine, man kommt nicht rein, nur weil die am Schlafen sind. Und hier ist gar nichts. Man hätte ja mal einen so halb in die Waschmaschine stecken können. Das sähe bestimmt gut aus. Gut, dann gucken wir beim Prinzen nochmal nach, bei Prinz Erik. Halb Disney schläft. Das ist doch nicht normal. Also ganz ehrlich. Moment, das war... Doch, das war seine Höhle, ne? Da können wir auch mal eben gucken. Er hat aber leider keinen Alien hier drin. Ach, jetzt weiß ich auch, woher mir das so bekannt vorkam. Ja, klar. Das ist das, was er im Haus drin stehen hat. Das habe ich hier draußen gebaut. Nach zig Folgen fällt mir das dann endlich mal auf. Ja, hier ist auch wieder nichts drin. Schade. Da wird es jetzt schon echt eng. Also normalerweise einen, denke ich mal, müssten wir auf jeden Fall noch finden. Du bist doch böse. Hast du vielleicht irgendwo einen dieser Aliens geklaut und bei dir in die Ecke geklatscht? Vielleicht umgewandelt gegen, was sind die denn immer? Seetang? Nee. Diese komischen, ausgedörrten grünen Viecher da. Die Menschen immer verwandelt hat. Warum ist das jetzt hier bitte so... Hi. Warum ist das jetzt hier so nebelig? Ist ja schlimm. Erst das Gewitter, dann ist es nebelig. Da ist noch einer. Sehr schön, dann haben wir 10 Stück. Ich denke nicht, dass noch mehr auffindbar sein werden, aber ich gehe trotzdem noch eben die restlichen Häuser ab. Es wäre natürlich einfacher, wenn ich nur was sehen würde. Das war nicht hier, wo das Haus drauf stand, oder? Doch, das war doch hier. Hallo Haus, ich muss mich mal ganz kurz umschauen. Aber hier gibt es keine Aliens. Buenos dias. Ja. Alles gut, ich wollte nur kurz was gucken. Da können wir, glaube ich, nicht hoch. Da müssen wir hier hoch, ne? Dann haben wir im Endeffekt... Haben wir da noch ein Haus? Das von Elsa? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die hatte eigentlich kein Haus, ne? Die hatte eigentlich nur dieses... also kein anderes außer Anna, meine ich jetzt. Die hatte nur dieses eine hier oben. Was im Endeffekt ihr Haus in Anführungszeichen ist. Das heißt, da waren wir jetzt überall... Ja, die Leute sind alle am Schlafen. Ich weiß nicht, warum die morgens um, ja, mittlerweile jetzt 9 Uhr alle am Schlafen sind. Ach so, doch, Moment, Scar habe ich noch vergessen. Die sonnige Ebene, da sind noch 2. Boah, dieser Nebel ist echt schlimm. Man sieht überhaupt nichts mehr hier. Und da ist wieder nichts drin. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz schnell am Königsfelsen. Wo ich nicht ganz sicher bin, ob das jetzt der Königsfelsen ist oder ob das andere jetzt der Königsfelsen war. Ich fasse es nicht. Ich habe Simba gefunden. Und er lebt. Ja. Stellt euch das vor. Ja gut, das hat sie im ersten Teil ja auch gesagt. Und er lebt. Im zweiten Teil waren sie dann verheiratet und hatten ein Kind. Um mutig ja. zu sein, muss man sich nicht immer in Gefahr stürzen. Das war's dann. Weil hier oben das Haus, da haben wir ja leider immer noch keinen Bewohner. Schade, schade. Aber dann muss ich hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dann werden, ja, ich sag mal 24 Stunden, wie auch immer, vergehen. Also am nächsten Tag werde ich dann nochmal reinschauen. Werde das Ganze für euch so zusammenschneiden, dass für euch es jetzt sofort weitergeht. Und ich hoffe inständig, dass wir dann die restlichen 5 Aliens ja, finden können. Bis gleich!
Die folgenden Szenen habe ich der Vollständigkeit halber eingefügt und zeigen leider hauptsächlich schlafende Bewohner, aber keine Alien-Fundorte mehr. So, und da sind wir wieder. Wir starten einen neuen Tag, in dem wir die Häuser durchsuchen und die Hälfte vermutlich mal wieder nicht betreten können, weil die Leute nichts anderes zu tun haben, als zu schlafen, so wie es aussieht. So, hier scheint nichts zu sein. Ich hoffe, dass das jetzt kein schlechtes... Ja, tschö. Ich hoffe, dass das jetzt kein schlechtes Zeichen ist. Ach, Moment, da oben waren wir noch gar nicht. In Bezug darauf, dass Mini halt eben schläft. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt erstmal gucken. Aber diesmal ist bei dir auch nichts. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt vielleicht abwechselnd. Aber hier ist auch nichts drin. Hallo? Übrigens verzeiht meine raue Stimme, aber es ist noch sehr früh am Morgen. Das hatte ich jetzt nicht vergessen. Gar Zeit nicht. Ist Geld. Ja, ja, Zeit ist Geld. Das ist ja alles schön und gut. Aber wenn man hier neue Ein Sachen schönen sieht... Tag noch. Was soll denn das sein? Ein Freundlichen Dank. Okay. Okay, das ist nichts für Frauen, Sei gegrüßt, aber... Nachbar. Hey. Das nehmen wir trotzdem mal mit. Das sieht nämlich ganz cool aus. Hallo? Hallo. So, den Rest glaube ich, habe ich. Ich bin mir Dieses nicht sicher. Dorf ist Einen schönen Tag noch. Ich meine, die habe ich schon. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. So, dann... Den Stuhl nehme ich gerne Hallo. Mit. Ich weiß, eigentlich ist das ein Sammelvideo. Aber wie es dann Sei immer so ist, wenn Nachbar. Wir bei Dagobert reinschauen. Auf Wiedersehen. Und er hat mal wieder neue Sachen, die ich sonst noch gar nicht hatte. Bei dem Einen bin ich mir ehrlich Tag gesagt noch. Nicht sicher. Ich hatte ein paar von dieser Art, aber das hatte ich, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Das Sei gegrüßt, Nachbar. Nehmen wir mal vorsichtshalber auch mit. Wenn nicht, Auf ist es, also wenn ich schon hatte, ist es nicht schlimm. So, das... Oh, ja, den nehmen wir auf jeden Einen Fall nochmal mit. Noch. Das ist, meine ich, der, den wir bei uns vor der Tür stehen haben. Aber ich finde den unheimlich schön. Die Couch, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Hallo. Cinderella, nee, ich glaube, die hatte ich noch nicht. Sei gegrüßt, Nachbar. Die müsste ich auf jeden Fall schon gehabt haben. Nehme ich aber trotzdem mit, weil ich finde die schön. Ja, und hier ist aber trotzdem nirgendwo in der Ecke ein Alien. Ich habe mal im Hintergrund drauf geachtet und komme wieder nicht raus. Hallo, Tür. Lass mich raus. Ich muss doch noch andere Sachen hier durchsuchen. So, ich glaube, im Restaurant ist bisher noch nie was gewesen, ne? Also wenn, dann mal Remy selber. Aber ich glaube, im Restaurant war bisher noch nichts. Und das sieht wieder so aus, als ob da nichts ist. Ich gucke hier nochmal in der Ecke. Nee. Na, wenn ich nicht überall hängen bleiben würde, wäre das mit dem Gucken auch einfacher. Okay, da ist nichts drin. Dann drückt mir mal die Daumen, dass Remy einen versteckt hat. Oh, Remy, du enttäuscht mich jetzt aber sehr. Ja, was machen wir denn? Dann gehen wir erstmal hier hoch. Geh mal zum Häuschen. Was war das denn? Oh. Ja, nimm. Wir haben noch ein Ei. Das ist ja cool. Dabei ist Ostern seit Wochen vorbei. Hallo Häuschen. Du hast wahrscheinlich wieder keinen Alien für mich, ne? Das war klar. Dieser Ort hier ist Beweis dafür, dass jeder auf seine Art... Ehrlich gesagt, so langsam mache ich mir Sorgen, dass wir wirklich keinen einzigen finden. Weil bis dato müssten wir eigentlich schon mindestens einen gefunden haben. Hier war sonst nichts... Ah, hier ist eine Kiste. Sehr schön. Ja... Und es geht ja auch wirklich nur um die Häuser von Dorfbewohnern. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass das jetzt eventuell draußen noch sein könnte. Na gut, das ist kein Haus, aber da gehe ich jetzt trotzdem nochmal eben rein.
Wobei letzt... Ach nee, das ist auch das Falsche. Das ist gar nicht das... Das habe ich mich schon mal vertan. Ich weiß, ich weiß. Da ist auch nichts. Ich meinte eigentlich die eisige Höhle, die unten war. Hier... Nee, ich will kein Selfie machen. Hier ist eine Kiste drin. Die nehme ich natürlich gerne mit. Ist aber nur Gold drin. Naja, gut, okay. So, hier ist sonst gar nichts mehr. Eigentlich hätte ich den Eispalast mehr oben bauen müssen. Wäre logischer. Hi, Olaf. Tschö, Olaf. Es tut mir leid, Olaf, aber ich suche was und ich finde es in keinem einzigen Haus. Was seltsam ist. Ich könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Ja, habe ich jetzt leider keine Zeit zu. Schlitten sind gerade ausverkauft. Es tut mir leid. Guck mal meine Höhle, aber da war ja bisher noch nie was. Auch jetzt sieht es wieder nicht danach aus. Nee. Viel bleibt uns jetzt nicht mehr offen. Noch gebe ich nicht auf. Ach so, da können wir ja nicht von der anderen Seite reingehen. Das kann man bei jedem Spiel, aber nicht hier. Nee, das ist eine Pflanze. Oh, ich hatte mich gerade schon gefreut. Oh. So, Maui. Können wir nochmal gucken? Aber ist wie immer auch nichts drin. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Och ja, Prinz Erik schläft natürlich wieder. Das heißt, bei denen können wir auch wieder nicht nachgucken. Das ist jetzt schon der dritte. Und alle unten am Wasser schlafen wahrscheinlich auch gleich wieder. Vermutlich sind das genau die, wo dann die restlichen sind. Bei meinem Glück. Hallo, ihr lieben Schildkröten. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Natürlich, Ariel schläft auch am helllichten Tag. Donald schläft auch am helllichten Tag. Ja, das ist so. Wenn man nichts zu tun hat und keine Arbeit hat, dann schläft man den ganzen Tag lang. Du bist meine vorletzte... Nee, stimmt gar nicht. Merlin habe ich auch noch. Ja, stimmt. Die Wiese generell habe ich noch. Aber wie immer sehen sie nichts. Ob das irgendwie ein kurzfristiges Event war und die vergessen haben, das rauszunehmen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Warum laufe ich jetzt eigentlich hier rum? Hier ist doch eh kein Haus. Ah. Gehen wir jetzt noch zur Wiese. Da waren wir nämlich noch nicht. So. Bei Merlin ist auch wieder nichts drin. Bei Merlins Bad. Wo sind die alle hin? Sauerei. So, haben wir nur noch zwei, nee, drei Häuser hier und zwei Häuser noch. Also fünf Häuser insgesamt noch. Wo wir sicher auch keinen mehr finden werden, weil, ja, sonst hätten wir schon lange, lange vorher einen gefunden. Natürlich schläft Goofy auch. So. Hier ist auch mal wieder nichts. Tja. Also jetzt bin ich mir ganz sicher, dass nichts mehr kommen wird.
pflück hier nochmal so ein bisschen. Die habe ich bisher nämlich immer vergessen. So, dann haben wir nur noch den Felsen und Scar. Die beide sicher auch nichts haben werden. Tja. Scar, bist du zu Hause? Nein, ist er nicht, aber er hat auch nichts. Vielleicht hat er die ja schon aufgefressen oder so. So, Simba, du bist meine letzte Hoffnung, aber ich habe ehrlich gesagt diese Hoffnung schon aufgegeben, weil ich überhaupt nicht daran glaube, dass jetzt der eine gerade noch was hat. Jemanden wie dich zu treffen, gibt mir Hoffnung. Ja, Hoffnung habe ich leider keine mehr, was die jetzt angeht. Nee. Das war ein Satz mit X. Das war nix. Ja, willkommen zurück. Und das ist jetzt schon mein, weiß ich nicht, vierter Versuch oder so. Potzblitz, was für ein Morgen! Ja, genau, was für ein Morgen. Das ist jetzt mein vierter Versuch oder so, endlich mal die Aliens zu finden. Wobei ich mit jedem weiteren Versuch immer weniger glaube, dass ich sie überhaupt finde. Ich weiß auch nicht, ob es eventuell möglich ist, dass man die nur an bestimmten Zeiten finden kann. Ja, Minimaus ist wie immer am Schlafen. Das war bei den letzten drei, vier Versuchen auch so. Ja, Bass, es tut mir leid, aber ich bin gerade schon völlig mit den Nerven weg. Weil egal welchen Tag ich komme und ich kann halt immer nur zur gleichen Uhrzeit kommen, da kann ich auch nichts dran ändern. Aber egal welchen Tag ich komme und da mal nachschaue, immer finde ich nichts. Ein Schurke und seine Reichtümer werden bald getrennt, weißt du? Mhm. Sei gegrüßt, Nachbar. Das ist ja schlimm für den Schurken. Haben wir denn hier noch irgendwas Schönes? Vor allen Dingen irgendwas, was ich noch nicht habe. Ich glaube nicht, ne? Was ist das hier? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, das habe ich schon, aber ich nehme es trotzdem mal vorsichtiger mit. Und bis bald. Hey. Da bin ich mir ziemlich sicher, das habe ich noch nicht. So, ja, hi Wolli. Ich kann leider gerade nicht. Es tut mir leid. Oh, das sieht sehr schön aus. Sei gegrüßt, Nachbar. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich die habe oder nicht habe, aber ich denke nicht. Ja, hier unten habe ich auch nichts gesehen. Ich darf wieder nicht raus jetzt. Ich gebe ja die Hoffnung immer noch nicht auf. Deswegen bin ich jetzt schon mindestens den vierten Tag hier am Suchen. Und bin auch wirklich in jedes Haus gegangen. Sei es jetzt hier das Restaurant, was ja eigentlich kein privates Haus ist. Wobei, da steht ja streng genommen nicht, dass es ein privates Haus sein muss, sondern da steht nur, dass es ein Haus der Dorfbewohner sein muss. Aber man findet nichts. Und ja, wenn ich ehrlich bin, ich denke mal, dass das jetzt heute auch nicht anders sein wird. Und ich bin echt verzweifelt, bin ich ganz ehrlich, weil mir fehlen halt noch die 5. Ich weiß auch nicht, ob es einfach nur verbuggt ist und man die gar nicht kriegen kann. Es kann natürlich genauso gut sein, dass das in den Häusern ist von den Leuten, die ständig am Schlafen sind, sobald ich online gehe. Ja, Goofy schläft halt auch immer wieder. Bei Merlin habe ich bisher noch nichts gefunden. Können wir aber auch nochmal nachschauen. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da ist auch wieder nichts drin. So, das hätte ich jetzt auch als letztes machen können. Ich habe Wolli noch hinten. Der fuhr eben ja schon rum. Das heißt, der ist auf jeden Fall wach. Und es steht nun mal drin, dass die in den Häusern sein sollen. Weil das ist ja immer noch die gleiche Quest. Nur
Ich bin ganz ehrlich, ich denke mittlerweile, entweder ist es wirklich verbuggt oder es ist, hat irgendwie mit der Uhrzeit vielleicht zu tun. Nur ich kann halt jetzt aktuell zu keinem anderen Zeitpunkt online gehen und nachschauen. Das wäre auch ziemlich asozial von Disney. Gut, das wäre dann nichts Neues für die, sagen wir es mal so. Wusstest du, dass du hier praktisch der Held von allen bist? Ja, nicht mehr lange. Wenn ich den Kram nicht finde, dann bin ich hier gar kein Held mehr. So, bei Ursula habe ich noch nie irgendwas gefunden. Also jetzt hier von den Sammeldingern, die wir suchen, hier diesen Aliens. Ist auch wieder nichts drin. Bei Vaiana habe ich auch noch nie was gefunden, aber da gucken wir trotzdem nochmal nach. Nö, ist wieder nichts drin. Also ich gucke jetzt auch nicht nach oben. Vielleicht kleben die ja irgendwie oben oder so, weil das verbuggt ist, dass die nicht auf gleicher Höhe sind oder so. Ich weiß es ja nicht. Hier ist natürlich auch wieder nichts drin. Hm. Ich gebe dir Deckung. Ja, mach das. Kein Thema. Hier wäre ganz schön, wenn wir die Hängematte mal eben kurz hinstellen könnten, ne? Ja, da ich jetzt keine Ahnung habe, wo drunter die jetzt genau läuft. Für mich wäre es jetzt eigentlich Deko oder irgendwas für außen, aber... Nalas Wasserfall. Oh, den sollte ich auch mal... Ich habe die tatsächlich, aber in zwei verschiedenen Farben. Ja, cool. Drehen. So. So. Ja, das ist doch cool. Das lassen wir. So, bei Lilo und Stitch ist auch mal wieder nichts drin. Mal schauen, was bei Prinz Erik ist. Der schläft mal wieder. Und normalerweise alle, die hier am Wasser sind, schlafen auch jeden Tag. Was ich nicht verstehen kann, weil ich nun wirklich nicht früh reingehe. Ich meine, wir haben jetzt 9 Uhr. Das ist jetzt keine Uhrzeit, wo man jetzt sagen könnte, das ist jetzt irgendwie sehr früh oder so. Ja, die sind auch alle am Schlafen. Verstehe ehrlich gesagt nicht. Ach, da war noch eine Muschel. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man dann ja nichts machen kann um die Uhrzeit. Wenn das jetzt abends um, weiß ich nicht, 11 wäre, dann wäre es ja schon bescheuert genug irgendwo, weil ich sag mal, Erwachsene sind nun mal länger auf. Auch um 11 sind die teilweise noch auf und es hat ja jetzt nichts damit zu tun, Kinder ins Bett zu schicken oder so ein Schwachsinn. Ich kenne auch genügend Kinder, die so komisch erzogen sind, dass die auch irgendwie um Mitternacht noch auf sind. Also, das interessiert die Eltern offensichtlich gar nicht. Also zu Schulzeiten auch. So, hier haben wir gar nichts. Dann würde ich sagen, dass wir mal eben nach oben porten. Und als erstes mal kurz... Ja, doch, Merlin hatte ich schon. Als erstes mal kurz bei Star gucken. Star, habe ich jetzt Star gesagt? Bei Scar gucken. Der hat zwar noch nie was drin gehabt, aber wir gucken trotzdem mal nach. Diesmal ist er auch ausnahmsweise mal in eine Höhle, wenn wir kommen. Normalerweise erschreckt er uns ja immer, wenn wir rausgehen, dass er plötzlich hinter uns ist. Und er hat die Mutter auf der Mauer, auf der Lauer, ne? Ich müsste hier echt mal gucken, wo ich den Wasserfall hinmachen könnte, weil der sieht wirklich schön aus. Aber ich habe so nicht richtig Platz dafür, ne? Außer vielleicht noch daneben. Hallöchen, ihr habt nicht zufälligerweise wild gewordene Aliens gesehen, ne? Na, dachte ich mir schon. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie groß das denn ist. Es war ungefähr, glaube ich, auf der Höhe. Genau, da drunter. Hier. Wie rum ist das so rum?
Das sieht nur ein bisschen komisch aus, wenn das so mittendrin steht, ne? Da könnte man das vielleicht reinstellen. So. Sieht so reingeklatscht aus jetzt irgendwie. Aber es ist trotzdem schön. Das ist ein sehr schöner Wasserfall. Auch wenn der jetzt so reingeklatscht aussieht. Aber egal. So, jetzt haben wir die Ecke hier, haben wir komplett. Die Ecke haben wir komplett. Die Wiese unten hatten wir auch. Strand hatten wir auch. Dann gucken wir nochmal als letztes im Wald der Tapferkeit. Und da bin ich mir jetzt definitiv sicher, dass da jetzt auch nichts mehr sein wird. Weil wir den Rest ja jetzt auch schon wieder haben. Und nicht ein einziger dabei gewesen ist. Und ja. Nicht mal Olaf ist hier drin. Normalerweise finde ich den wenigstens. Und der labert mich dann die ganze Zeit mit irgendwas zu. Was dann ganz lustig ist. Casita, oder wie hieß das Haus nochmal? Das hat bisher auch noch nichts gehabt. Und wird wahrscheinlich jetzt auch wieder nichts haben, aber ich werde trotzdem reinschauen. Hallöchen, mein täglicher Besuch. Kurz rein, gucken, ob alles in Ordnung ist und wieder rausgehen. Ich habe so viele fantastische Nachbarn. Ja, das ist schön für dich. Aber ich komme nicht weiter. Auch wenn du schöne Nachbarn hast. Fantastische Nachbarn hast. Ich muss das echt mal umbauen und dann irgendwie hier oder so muss ich dann mal das von Anna und Elsa hinbauen. Also hier habe ich jetzt gar kein Haus mehr im Moment. Ja, es tut mir wirklich leid. Das ist jetzt schon der vierte Versuch. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Also klar, ich bin immer zur gleichen Zeit drin. Ich habe nun mal auch ein Privatleben und ich habe noch andere Verpflichtungen. Ich muss auch noch andere Sachen aufnehmen. Das heißt, ich kann auch nicht den ganzen Tag mich nur um Disney kümmern und weiß ich nicht, dreimal am Tag reingucken, ob jetzt vielleicht dann doch noch mal was drin ist. Es ist halt so. Deswegen, mich persönlich nervt das jetzt tierisch, weil es jetzt gut eine halbe Woche mittlerweile vorbei ist, seitdem ich das erste Mal da drin war. Ich gucke jetzt gerade. Am 11.05. war ich das erste Mal drin. Ja, das war jetzt vor 5 Tagen. Und seitdem bin ich jeden Tag hier drin gewesen, habe jeden Tag alle Häuser komplett durchgesucht und nichts gefunden. Ich werde das jetzt mal so hochladen, also mit den letzten 2 Versuchen noch mit dazu, damit man auch sehen kann, die schlafen halt ständig. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das gewollt ist. Früher war es so, dass grundsätzlich das halbe Dorf am Schlafen war, wenn man normale Zeit hatte zum Aufnehmen oder zum Spielen halt. Also jetzt nicht gerade um 12 Uhr nachts, meine ich jetzt, oder um, weiß ich nicht, 6 Uhr morgens. Da sind ja die wenigsten, denke ich mir, mal online und sind am Spielen. Es ist wieder so, dass sie jetzt ständig die Hälfte, ja, sagen wir mal, gut ein Drittel vom Dorf dann ständig schläft. Ich weiß nicht, ob genau in den Häusern die Aliens drin sind. Ich kriege es einfach nicht hin, es zeitlich so zu machen, dass ich in diese Häuser reingucken kann. Deswegen, wie gesagt, werde ich das erstmal so hochladen. Vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Erfahrung damit, könnt mir das in die Kommentare reinschreiben, weil es ist nervig, es ist wirklich nervig. Und wenn jetzt irgendeiner von euch sagt, ja, ich weiß hundertprozentig oder ich bin mir ziemlich sicher, das kommt, was weiß ich, nur einmal in der Woche, dass man dann die anderen 5 Aliens holen kann, oder vielleicht hat doch irgendjemand gehört, dass es tatsächlich verbuggt ist, weil, sind wir mal ehrlich, 5 Tage lang jeden Tag reinschauen und nicht ein einziges Alien zu finden, finde ich schon seltsam. Also entweder ist es wirklich ein Bug, dass das gar nicht erst möglich ist. Oder es hat vielleicht irgendwas damit zu tun. Aber Uhrzeit kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich immer um die gleiche Uhrzeit aufnehme. Manchmal habe ich es auch schon mal, dass ich weiß, okay, ich muss nur noch 5 Minuten aufnehmen, weil ich irgendwo drauf gewartet habe, dass eine Blume gegossen worden ist oder was weiß ich. Das habe ich dann auch schon mal nachmittags gemacht, wenn ich dazu die Zeit hatte. Beziehungsweise früh abends dann. Aber normalerweise ist es so, dass ich immer morgens aufgenommen habe und dass es immer so rum die 9 Uhr ist, wenn ich in Disney reingegangen bin. Und es kann einfach nicht sein, zum einen natürlich, dass die ständig am Schlafen sind. Das kann
einfach nicht sein, weil man kann damit nicht spielen. Das ist halt das Nervige. Und zum anderen weiß ich halt, wie gesagt, nicht, was damit ist. Also wenn ihr irgendeinen Anhaltspunkt habt, wenn ihr irgendwas genau wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich meine, ich mag dieses Spiel unheimlich, aber ich bin genauso, wie ich dieses Spiel mag, genauso genervt bin ich von dieser Alien-Quest gerade. Weil es einfach nicht weitergeht. Seit 5 Tagen versuche ich, diese Aliens zu finden. Seit 5 Tagen kann ich auch nichts hochladen, weil ich sie halt eben nicht finde. Deswegen, wenn ihr irgendwo irgendeinen Ansatzpunkt habt nur oder was sicher ist, bitte, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, ich werde mal die letzten 1, 2 Versuche werde ich noch mit reinschneiden, damit ihr wisst, weshalb ich da so genervt mittlerweile von bin, weil ständig die gleichen Leute am Schlafen sind. Wir immer wieder durch alle Häuser durchlaufen und nirgendwo tatsächlich was finden. Und es steht ja oben groß drin, halte in den Häusern von Dorfbewohnern nach den Spielzeug-Aliens Ausschau. Vielleicht ist es wirklich ein Bug. Ich weiß es nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da nochmal eine Antwort zu bekommen. Weil ansonsten, ja, muss ich halt aufs nächste Update definitiv warten, bis ich dann hier weitermachen kann mit Content zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.